Einen wunderschönen guten Tag und es geht jetzt in unserem nächsten Tutorial darum, Logicat for Raspberry Pi an einem konkreten Projekt kennenzulernen. Wenn Sie Logicat for Raspberry Pi auf Ihrem Rechner installiert haben, können Sie dieses Tool mit einem Doppelklick auf dieses Icon entsprechend starten. Sie sehen, dann wird die Raspberry Pi Demo-Version geladen und Sie können anschließend ein bestehendes Projekt mit dieser Version bearbeiten. Logicat ist das IEC61133 kompatible Programmiermittel, das ich Ihnen ja in dem ersten Tutorial erläutert habe, als es um die Installation dieser Software ging. Wenn Sie hier den Projektassistenten entsprechend starten, können Sie hier ein Projekt auswählen. Hier ist bereits ein Projekt ausgewählt worden. Sie können über diesen Knopf sich in die Projektliste, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, hineinbegeben. Sie sehen, das ist das Installationsverzeichnis von Logicat for Raspberry Pi. Hier gibt es ein Unterverzeichnis LC, ein Unterverzeichnis Samples, ein Unterverzeichnis PRJ und in diesem Unterverzeichnis PRJ gibt es an dieser Stelle ein Projekt mit dem Namen Demo Raspberry Pi Underline erstes Projekt. Und wenn Sie dieses Projekt öffnen, dann können Sie hier das Projekt fertigstellen. Und das Projekt wird geöffnet. Hier in dem Bereich haben Sie einige wichtige Telefonnummern, einige wichtige Links zur Firma Logicals, wenn Sie in irgendeiner Form Fragen zu Logicat for Raspberry Pi haben. Hier sehen Sie, das Projekt ist aufgeklappt und ich möchte Ihnen kurz die entsprechenden Objekte erklären und erläutern, die an dieser Stelle für Sie zur Verfügung stehen. Zum einen haben Sie hier die sogenannte Standardbibliothek. Hier sind die IEC61133 Bausteine enthalten. Sie haben hier die Raspberry Pi Bibliothek, die im Wesentlichen auf der Wiring Pi Bibliothek funktioniert, um GPIOs und um I2C Bus oder SPI Bus Module anzubinden. Des Weiteren haben Sie hier eine sogenannte Konfiguration und unterhalb dieser Konfiguration sehen Sie an dieser Stelle eine Ressource. Und diese Ressource enthält ein einfaches Testprogramm und Sie sehen hier auch eine weitere Ressource. Diese Ressource enthält einen sogenannten 8-Bit-Zähler. Und wenn Sie auf diese Ressource einen Doppelklick ausführen, dann sehen Sie, dass der Editor gestartet wird und Sie befinden sich im Zentrum eines SPS-Programms, das hier als sogenannter Binär-Untersetzer ausgeführt ist. Hier sehen Sie ein Blinkermodul, hier sehen Sie einen sogenannten Binäruntersetzer und hier an dieser Stelle die Ausgabe der Daten. Wenn Sie diesen Editor wieder schließen, dann sind Sie auf der normalen SPS-Programmierer-Ebene und in einem nächsten Projekt möchte ich Ihnen dann zeigen, wie Sie mit dieser SPS-Programmierebene einen Code erzeugen können und diesen Code runterladen können auf den Raspberry Pi.